Wir haben das nächste Pack. Wir haben ausnahmsweise das erste, was ich jetzt sehe, den 92-Plus-Pick mit Jolet, mit Jimenez, mit Ramos. Auch ein sehr, sehr geiles Team, aber er hat wenig Icons. Auch hier hat man ja 5 zur Auswahl. Ich werde euch, denke ich, mal auf YouTube einen Highlight zusammenschneiden von den Picks, die sich jetzt die letzten Tage angehäuft haben. Ihr seht das schon, ich habe neue Vorlagen gemacht. Sieht beim Öffnen dann immer nicht so geil aus, aber weil es ja immer 1 von 5 sind. Und deswegen schauen wir mal. Also es ist jetzt nicht angreifend, das ist einfach ganz normal. Wir ziehen Haaland, Shevchenko, Drogba. Holland und Spanien, also Spanien ist ja auch nichts richtig Geiles. Italien gibt es eigentlich nur noch Maldini und Holland sehr gefährlich bei 92 plus. Ob es da jetzt ein Hullet oder Cruyff ist, war ich so ein bisschen zu bezweifeln. Also gar nicht mal so gut, leider. Shevchenko und Drogba sind schon mal Trash. Guck mal die Bewertung. 93, 93, 92, 92. Butra, ne? Wer ist das hier? 85 Tempo. Bergkamp, Puyol, Cannavaro, Shevchenko und Drogba. Das ist komplett geskriptet. Das ist ja gar nicht mal so gut, ey. Ach du Heilige. Wie viele Token sind das? 5 Stück, ne? Naja, ich sag mal, es sind 10 Squad Battle Games und einmal online. Dafür kriegst du so einen Pick. Haben wir Moments PDSBC gegönnt. Hoffe, der haut die letzten Wochen nochmal was raus. Safe. Der wird safe gut sein. Magst du mir noch den Controller geben? Dann kann ich noch das Team zeigen. Will er nicht, kein Problem, dann ziehen wir es einfach so. Ich hätte gerne noch gesehen, was er hat. 94 plus Mittelfeld oder Angreifer. Abfahrt. Ja. Es gibt Van Basten, Xavi und Baggio. Sind, glaube ich, die schlechtesten 94 plus. Gibt sonst noch wen? Mittelfeld oder Angreifer 94 plus? Ich glaube, er hat halt wirklich den schlechtesten bekommen, ne? Angriff bist du sehr gut aufgestellt, ne? Der einzig Schlechte ist halt, glaube ich, wirklich Lothar. Dann könntest du Atal und Verratti defensiv spielen und hier noch eine richtig geile Angreifer-Icon. Vielleicht dann auch was Brasilianisches, damit du hier vielleicht irgendwann noch Militao hinstellen kannst. Vielleicht kommt noch Futis Mondi. Neuen Moments brauche oder Hullet. Also ich, Lothar würde ich sagen, ist vielleicht der Schwächste insgesamt. So, rein da. 93 plus Angreifer Moments Pick. Abfahrt. Brasilien. Ja. Nur zweimal Brasilien. Warte. Wen gibt's denn sonst noch? Außer Garincha. Wen gibt's denn sonst noch? Außer R9 und Pelé. Ronaldinho gibt's doch nicht. Der ist doch ZOM. Garincha, Pelé, R9. Einer ist safe, Pelé oder R9. Let's go. Rivaldo kann ja nicht. Der ist doch ZOM. Rivaldo kann nicht. Garincha, Pelé, R9. Einer ist safe. Imagine jetzt beide. Links und rechts. Imagine. 99. Da ist er. 4,5 Millionen. Da grinst er uns an. GG, Junge, GG. Verdient für den harten Grind. Ladi, ich liebe dich, Schreiner. Warte, ich nehme den hier mal ganz kurz für dich, bevor hier irgendwas schief geht. Let's go, Mann, da ist er doch. Pelé, brauchst keine SBC mehr machen. Und der wird nämlich besser sein als Lothar Matthäus insgesamt, würde ich behaupten. Nice, Mann. Nice. Let's go, Mann. Alter, einfach... Vor allem linkt er halt auch noch zu Neymar, falls du Neymar mal auf die volle Chemie wieder bringen willst. Mit Marquinhos. Das ist halt so insane. Deswegen, viel Erfolg, Kollege. Wir brauchen schon mal Brasilien. Damit fängt es ja schon... Rumänien und Wales? Oh, no. Und nicht mal ein Carlos oder irgendwas. Das sieht schon wieder sehr bad aus. Er schreibt dir gerade noch, hatte bis jetzt noch nie Luck in Picks oder Packs. England können wir auch schon abhaken, weil 92 plus gibt es auch keinen guten mehr. Ferdinand ist ja eigentlich der Beste, der ist 91er. Müssen wir nach rechts gucken. Nee, warte mal, so schnell bin ich nicht. 92er? Okay, ich glaube, dass er gleich auflöst. Ach du Heilige. Wie bad ist denn der Pick?
Nächstes 92 plus Angreifer-Pick. Auch wieder 5 Tokens. Wir haben schon hier einen Ronaldo stehen. Untauschbar als Team of the Year. 140 Spiele. Ich weiß nicht, ob der jetzt in dem zweiten Batch gezogen wurde. Wahrscheinlich. Als man den jetzt wieder ziehen konnte. Wir haben den Alba, wir haben den Maldini, wir haben den Zambrotta. Zambrotta finde ich auf jeden Fall gar nicht mehr so geil. Und Locatelli, naja, es geht so. Der richtige Maldini wäre natürlich big. Hat noch einen Bonucci auch auf der Bank. Der auch passen würde. Ich würde sagen, mein Freund, wir gehen mal in die Vorlagen rein. Coolio, danke schon mal fürs Öffnen lassen. BVB-Logo sehe ich da hinten. Ach du Heilige. So, Abfahrt. Rein da. Zack. Portugal. Zweimal Portugal. Wen gibt's denn da noch? Gar keinen, oder? Wen gibt's denn da noch? Außer Figo und Euse. Gibt's sonst noch einen? Gibt's sonst noch einen? Eusebio fix, oder? Das ist schon mal ein fixen Eusebio und ein Puskas. Sonst gibt's doch keinen mehr. Deko ist, ach Deko, der ist doch nicht 92 plus. Zack, 94. Boom, boom, boom. Puskas und Eusebio aus dem 92 plus. Das ist mal ein richtig guter Pick. Let's go. GG, Mann. Glückwunsch. Ja, Eusebio, den nimmst du ja wohl safe. Ne? Macht er selber logischerweise. Eusebio finde ich so gut in Moments, den finde ich so gut, wirklich. Ich liebe den teilweise vorne. Der macht jeden Ball rein. Nächstes haben wir, hat schon Pelé der Gute, hat schon Lola. Das ist ein 94 plus Mittelfeld oder Angreifer. Baggio hat er auch schon, gefährlich. Das sind jetzt schon drei, die man vielleicht auch potenziell häufig zieht. Pelé haben wir halt auch schon so viel häufiger gesehen, als jetzt beispielsweise irgendwie einen Cruyff oder einen Hullet oder selbst auch R9, was klar ist. Pelé habe ich jetzt schon drei oder viermal Leuten gezogen. Viel Glück, mein Freund. Bitte nicht wieder Van Basten. Das hoffe ich. Bitte, komm. Baggio. Oh mein Duplikat. Deswegen sage ich immer, mach den Pick. Mach den 93 plus Angreifer-Pick. Wir haben jetzt zwei Stück gesehen. Die waren beide wirklich das dickste L überhaupt. Einmal Duplikat. Und einmal Van Basten. Es tut mir so leid, Mann. Ich hätte dir so gerne was Gutes gegönnt. Vor allem, den hat er halt nicht mal gespielt. Den hat er halt wahrscheinlich letztes Jahr aus dem Pick gehabt. Das, bei dem Pick kannst du halt zumindest irgendeinen anderen auswählen. Bei dem Pack, du bist halt direkt... Es ist direkt... Das war ich nicht. Direkt verloren. Es tut mir leid. Nächster Account. Diesmal ausnahmsweise nicht on-stream. Das heißt, alle, die auch immer sehr oft meine Streams verfolgen, wissen noch gar nicht, was das ist. Denn ist an dem Tag, wo ich eigentlich nicht streame. Aber Nils hat mich angeschrieben und hat gefragt, ob ich seinen 93 plus Angreifer-Pick öffnen will. Und das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Er hat schon Ronaldinho als First Owner. Er hat schon Cruyff als First Owner. Also potenziell zwei Karten. Ah ne, wobei Ronaldinho kann man ja gar nicht ziehen. Also potenziell mit Cruyff auf jeden Fall. Eine Karte, die er da doppelt ziehen kann. Er wird mir dann schreiben, wen er haben will. Aber ich hole ihm da jetzt einfach einen R9 oder einen Pelé oder so raus. Und dann ist das Ding, glaube ich, selbsterklärend. Deswegen rein da, Abfahrt. Wir schauen mal. Es gibt Schottland. Oh. Es ist ein Best. Der ist vielleicht ganz okay. Niederlande. Es ist, glaube ich, nicht Hullet. Cruyff kann es nicht sein. Wie gesagt, sonst wäre es der Duplikat gewesen. Und der Rest. Mexiko ist gar nicht mal so gut. Schottland ist gar nicht mal so geil. Es wird natürlich ein 94er sein. Es ist auch nur ein 93er Holländer. Das sieht nach Van Nistelrooy oder Van Basten aus. Und es ist zumindest Ori, den ich vielleicht nochmal ein Stück cooler finde als Eric Cantona. Für wen würdet ihr euch entscheiden? Ich glaube, ich würde Best nehmen. Er will auch Best haben. Also einmal Pelé, einmal Puskas ja bei mir. Jetzt Best. Also ich reihe mich da aktuell in der Mitte ein. Da hätte ich auch gedacht, dass der vielleicht ein bisschen besser ist insgesamt. Schade, Mann. Letzter Account für heute. Auch das ist wieder ein 93 plus Angreifer. Hier haben wir einmal das Team mit Militao, mit Akanji, mit Mbabu. Leider nicht die SBC. Sollte aber ansonsten trotzdem klar gehen. Wir gucken einmal. Der Neymar ist untauschbar. Atal sowieso. Mbappé für 255k gut, also er hat keine Eigens, er braucht ein bisschen Chemie. Ich sag mal, ein Brasilianer würde sehr, sehr gut reinpassen. Weil, also gerade für Mbappé könnt ihr vielleicht tauschen und dann hier Eder Militao auf Chemie bringen. Dann wäre auch Bruno auf der vollen Chemie. Also auf jeden Fall eine gute Angreifer-Icon für die Mitte. Vielleicht noch Euse, weil der hat Bruno. Ich hoffe,
dass wir ihm jetzt noch wieder was Gutes da lassen, nachdem er gerade, der auch leider nicht so gut war, die Vorlagen, die sind wieder drin. Viel Glück, auf geht's, komm Brasilien, bitte. Niederlande, Schottland, Niederlande und wieder Best. Okay, wir haben aber diesmal zweimal Niederlande. Es können jetzt natürlich Van Basten und Van Nistelrooy sein, aber wir hoffen einfach mal auf Cruyff, komm. Beide 93. Wen gibt's denn sonst noch? Bergkamp, ne? Ey, Mann. Emilio haben wir auch noch. Das war so eine gute Chance. Wir hatten zwei Holländer. Ey, du kannst halt potenziell dreimal Niederlande ziehen, ne? Und es ist halt trotzdem nicht Holland oder Cruyff. Also, Niederlande ist halt echt ein richtiger Scam. Naja, will er Best haben? Er hat halt Hakimi. Wir nehmen Best und ja, ich sag mal, wir hatten sehr geile Picks. Wir hatten Picks, die waren solide. Wenn ihr davon mehr haben wollt, schreibt sie gerne in die Kommentare oder zeigt sie mit einem fetten Daumen nach oben. Dann werde ich noch mehr öffnen von der Community von euch und dann sehen wir uns sehr zeitnah wieder. Macht's gut, Leute, haut rein und ciao.